Ja, das sieht doch gut aus. Ist zwar nicht das Räuberlager, von dem wir gehört haben, aber es ist Pale Pale. Davon haben wir ja den Brief gelesen. Also schauen wir mal dahin. Ich sollte meinen Augen eine Pause Und gönnen. alle sind müde wieder. Die Reise hat ja auch 16 Stunden gedauert. Na gut. Übernachten wir kurz. Dann haben wir ihn Oh oh. gegen einen Punkt mehr, dann bist Ja, du tot. direkt neben dem Räuberlager zu schlafen, ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Aber gut. Dann haben wir ihn gegen einen Punkt mehr, dann bist du tot. Inzwischen halten wir ein bisschen mehr aus, ist schon in Ordnung. Und so kriegen wir jede Menge neue Haarzöpfe. Dann haben wir ihn gegen einen Punkt mehr, dann bist du tot. Zack, zack, zack. Ja, lächerlich. Fast keiner hat einen Kratzer abbekommen. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. Ja, Jahira, wir können ja gleich schlafen. Erstmal sacken wir noch ein paar Pfeile für Immorin ein. Und den Rest zum Verkaufen. Oh, Juwelen sind auch immer schön. So, Pfeile zu Immorin. Zöpfe auch. Die sind zwar nur jeweils 6 oder 8 Gold wert, aber das Ganze mal 10 und da hat man schon 60 bis 80 Goldmünzen. Also, mitnehmen. Wir brauchen magische Ausrüstung. So, das zu Imran, Schwerter zu ihm. Bögen können zu Jahira, die wiegen nicht so viel. Armer Minsk. Hat jetzt schon hier 7 Schwerter und eine Keule dabei. Aber ja. So. Jetzt schlafen wir aber nochmal. Ah, also. So, und ich deckte mal die Karte auf. Oh, das ging aber schnell. Eine Maid in Not. Aber sie hat blaue Haut und weiße Haare. Helft mir. Wenn ihr mir nicht helft, werden sie mich töten. Na gut, wir haben Dritzt auch schon geholfen, weil er nach Hilfe gefragt hat. Also werden wir ihr auch helfen. Beruhigt euch, wir werden euch helfen. Sagt uns einfach, wer ihr seid. Ich heiße Vikonia. Ich stamme nicht aus dieser Gegend. Nein, wirklich. Vielen Dank für eure Hilfe. So, und jetzt, vor wem müssen wir sie beschützen? Ja, vor allem der guten Jungs. Söldner der flammenden Faust. Beiseite, Reisende. Wir gehören zur flammenden Faust. Die Frau, der ihr Zuflucht gewährt, wird wegen Mordes der übelsten Art gesucht. Sie ist eine Dunkelelfe. An ihrer Schlechtigkeit besteht folglich kein Zweifel. Ja, dem muss ich leider eigentlich recht geben. Vor allem auch vom rollenspielerischen Aspekt her. Ich meine, wir sind ein Paladin. Okay, eigentlich sind wir ein Krieger mit ein bisschen heiligen Fähigkeiten. Eine wirkliche Ausbildung haben wir nicht genossen. Aber wir sind ein Paladin. Sind in Kerzenburg aufgewachsen, haben also nur Bücher gelesen, in denen Sachen drin stand über Drow, dass sie halt die Mörder schlechthin sind und Kinder fressen und sonst was. Und wenn jetzt einer von der flammenden Faust sagt, dass sie jemanden umgebracht hat, dann werden wir ihr nicht unbedingt glauben. Sie lügen. Ich habe nichts Schlechtes getan. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir Böses entdecken sprechen würden. Kann ich leider nicht, aber ich weiß, was dabei rauskommt. Nämlich, dass Vikonia böse ist. Also werde ich dem Soldaten auf jeden Fall glauben. Wenn ihr sie wollt, nehmt sie. Wir stehen euch nicht im Weg. Eine weise Entscheidung. Ihr könnt weiterziehen. Typische Erdoberflächenbewohner. Treuloses Pack. Ich bin das Ah ja, Gesetz. ciao, Vikonia. Kritischer Treffer. Eine üble Art zu gehen. Na gut. Ich muss mich jetzt mit anderen Dingen widmen. Guten Tag. Das war Vikonia. Eigentlich ein sehr interessanter Charakter. Vielleicht in meinem zweiten Playthrough werden wir sie ein wenig besser kennenlernen als ein Haufen auf dem Boden. Das nehmen wir mit. Und der Rest kann liegen bleiben. So. Nach dieser etwas makabren Aktion schaue ich mich jetzt mal weiter ein bisschen um.
Oha. Okay. Das ist schon ein ganz anderer Schnack von Räubern, ha? Oh, kalt ist gleich tot. Und das ist der Pfeil, der Kalt umbringen wird. Vielleicht schafft Girigon es noch, vorher ihn zu heilen. Ja, uffala. So, wie machen wir es jetzt am besten? Möglichst viel Schaden. Auf denselben Charakter. So, das auch noch. Ihr geht alle auf den. Kale, du läufst mal weg. Du läufst mal weg. Ach, ja, selber schuld. Genau, das verzeihen wir euch nie. Ihr werdet nämlich sterben. Heilung auf selbst. Und rauf da, rauf da, rauf da. Boah, die halten gut was aus. Gut, Minz, geh mal in den Nahkampf, damit sie nicht mehr schießen. Shahira heilt Girigon. Girigon heilt Girigon. Oh. Hoffentlich sind nicht alle Banditen so stark wie die da. Also die im Hauptlager, wo wir eigentlich hinwollen. So, der Stab ist alle. Na Minz, kommst klar? Ja. Und die haben auch eine Kettenrüstung an, also eigentlich müssten wir sie ein bisschen besser treffen. Ja, so sieht's gut aus. Schon, kipp um. Und Jahira weg, Minsk weg. Na, also 240 Erfahrungspunkte. Super. Dafür ist einer von uns tot. Zwei, der schwere Rüstung trägt. Wir sind jetzt schon fast überladen. Ha, magische Pfeile. Na gut. Und die werden keine 400 Goldmünzen wert sein. Ach ja. Na gut, das mache ich wieder im Zeitraffer. Also ich sammle jetzt Karls Überbleibsel ein und laufe dann zurück nach Naschkel. Obwohl die gar nicht nach zum freundlichen Arm. Da ist ja auch ein Tempel. Nicht du jetzt auch noch. Geh weg. Eine Druidin getötet von einem Bär. Ja. Dich sammeln wir jetzt auch noch ein. So. Den Rest lassen wir liegen. Wenn er weg ist, ist er weg. Was soll's. Also auf nach Naschkel. Nein, immer noch zum freundlichen Arm. Krummel, die ganzen Leichen verwirren mich. Na gut, es leben wieder alle. Wir huschen mal kurz in den freundlichen Arm rein und verkaufen unsere ganzen Sachen. Danach gehen wir dann zurück in den Wald, sammeln die restlichen Sachen auf und suchen weiter nach den Banditen. Auch wenn das nicht unbedingt die beste Idee ist anscheinend. Denn wenn drei Banditen uns schon so zurichten können, dann will ich nicht wissen, was ein ganzes Banditenlager mit uns anstellt. Auch wenn die ja irgendwie die Ausnahme zu sein scheinen. Also diese Eispfeile schießenden Banditen da eben gerade. So, der kann weg. Sagte, der kann weg. Nein, nicht der. Der. So. Die ganzen Bastardschwerter können auch alle weg. Denn wir wollen nur ein Bastardschwert, nämlich das Bastardschwert plus 1. So. Der Flegel kann eigentlich auch weg. Keiner von uns kann ihn benutzen, ne? Oder konnte er stumpfe Waffen? Gucken wir mal kurz. Stumpfe Waffen 2.
Oh, super. Er hat eine ETW 0 von 17. Und wie viel hat er jetzt? 19. Wie kommt das? Stumpfe Waffe hat er 2 Punkte drin. Das zählt als spitze Waffen. Wollte mich ver... Aha. Ja. Na gut. Dann halt nicht. Also ist echt nur ein Hammer, eine stumpfe Waffe, oder wie? Naja. Genau, wir wollten den Flegel verkaufen. Sind wir bei 2300. Das sind 5 Wiederbelebungen. Juhu. Ah, das kann auch alles weg. Weg, weg, weg. 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 So, 2400. Und den Plattenpanzer gönnen wir uns doch mal, weil Khalid und Jahira brauchen echt bessere Rüstung. Ja, kaufen wir Jahira. Khalid hat schon das magische Schild. Oh, der hat sogar 2 im Angebot. Dann kaufen wir doch mal 2. Minsk hat schon einen. Ja, die 4 haben jetzt alle einen Plattenpanzer. So soll das sein. Dann kann das weg. Ihre Rüstung liegt noch irgendwo im Wald. Genauso wie ihr Knüppel. Bitte, sucht euch. Der Schienenpanzer kann auch weg. So, jetzt sind wir hier aber fertig. Er hat... Ah genau, wir wollten noch gucken, ob Jahira eine Schleuder benutzen kann. Ja, kann sie. Kaufen wir ihr nochmal ein paar Steine. Dünne hier braucht bestimmt auch neue. So, 3, 4, 5, so. Ja, dann setzen wir sie mal weiter runter. Dann haben wir sie auch als Fernkämpferin. Obwohl 36 Leben, 33 Leben, 39, 42. Na gut, aber trotzdem stirbt sie irgendwie am schnellsten. Ihre Rüstungsklasse ist ja nicht die beste. Na gut, also wie gesagt, die 3 sind Fernkämpfer und die 3 gehen in die erste Reihe. Auch wenn er gerade kein Schwert hat. So. Pfeile hat sie auch noch genug. Stein hat sie jetzt auch genug. Dann können wir wieder zurück in den Wald.